So, herzlich willkommen wieder zurück beim YouTube-Kanal von Tigovit. Ich bin die Tanja, ich bin die Gründerin von den Tigovit Grüntee-Kapseln. Und heute begrüße ich den Bernd Österle. Lieber Bernd, herzlich willkommen. Hallo. Servus, es freut mich sehr. Lieber Bernd, du bist ja Personal Trainer und siebenfacher Mr. Universum im Bereich Fitness-Weltmeister. Das ist schon eine beachtliche, also was du da gewonnen hast, ist echt super, Hut ab. Und vor allen Dingen hast du ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist die Anti-Aging-Revolution. Genau. Und ja, also ich hab gerade angefangen, dieses Buch zu lesen. Und du hast es zusammengeschrieben mit dem Professor Dr. Johannes Huber aus Wien, der berühmte Hormonpapst. Und in diesem Buch wird eine völlig neue Methode zum natürlichen Intervallfasten entwickelt, die dabei noch Spaß machen sollte. Bernd, was war denn eigentlich deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Also das ist ja nicht, das wäre ganz interessant mal zu wissen. Genau. Also wir haben da gemeinsam eine Methode entwickelt, wo das Intervallfasten quasi einfacher macht. Und die Idee zu dem Buch entstand durch ein Treffen über eine Kundin von mir, eine Großunternehmerin aus Österreich. Der Professor Huber hatte bei denen einen Termin, weil er mit denen gemeinsam ein Produkt kreieren möchte und ein Getränk. Und da habe ich den Professor Huber kennengelernt, getroffen. Meine Kundin hat mir einen Termin mit ihm verschafft. Und so hatten wir 15 Minuten Zeit für unser Gespräch, um uns abzugleichen, ernährungstechnisch und so weiter. Und das Gespräch war so spannend. Und der Herr Professor Dr. Huber ist natürlich ein super, super toller Mensch, eine Koryphäre. Ja. Und es war super spannend mit ihm. Und am nächsten Tag entstand die Idee, dass wir gemeinsam ein Werk veröffentlichen. Und haben unsere Ideen quasi zusammengefasst und so ein sehr praxisbezogenes Buch, die Anti-Aging-Revolution, geschrieben. Super, also Hut ab. Ich finde, das ist, wie gesagt, ich habe angefangen zu lesen. Stichwort Intervallfasten. Ich mache das ja auch. Also das ist die Methode 16:8. Das heißt, 8 Stunden essen, 16 Stunden fasten. Ja. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich das eigentlich immer falsch gemacht habe. Weil in deinem Buch wird eben beschrieben, wie man richtig fastet. Das heißt, wie fastet man richtig? Was ist das richtige Intervallfasten? Das ist richtig. Also beim Intervallfasten ist es ganz wichtig, dass man beachtet, das Intervallfasten ist an Zeit und an Dauer gekoppelt. Nur gemeinsam funktioniert es optimal. Und dazu, das Wichtigste dazu erklärt, möchte ich euch gerade aus unserem Buch 2, 3 Sätze dazu vorlesen. Hält man sich an die 16:8-Regel und die Sperrstunde um 4 nachmittags, also um 16 Uhr, darf erst morgens gegessen werden. Eine deutsche Studie, die sich mit dem Breakfast-Shipping und der Entzündungsreaktionen des Körpers beschäftigt hat, brachte damit etwas zutage, was derzeit in der Diskussion rund um das Intervallfasten überhaupt nicht berücksichtigt wird. Wie wichtig ist es, zur richtigen Zeit zu essen? Punkt 1. Von insgesamt 3 ist also das Morgeninsulin, das man nicht arbeitslos lassen sollte. Punkt 2, ganz, ganz wichtig, das Wachstumshormon. In der Nacht produziert der Körper folgend kein Insulin. Wird in dieser Zeit gegessen, zwingt man ihn, das Insulin aus der Reserve zu holen. Und nicht nur das, zwischen Mitternacht und 2 Uhr ist die Wachstumshormonausschüttung am höchsten. Allerdings nur dann, wenn eben der Glukosespeicher, sprich der Glykogenspeicher, leer ist. Dann profitieren wir von einer sehr, sehr hohen Wachstumshormonausschüttung zwischen Mitternacht und 2. Das bedeutet, wir müssen eben um 16 Uhr das letzte Mal essen, dass wir um Mitternacht die Glukosespeicher, die Glykogenspeicher entleert haben. Und dann haben wir die höchste Wachstumshormonausschüttung zwischen Mitternacht und 2. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir um 22 Uhr das letzte Mal essen, sind die Glykogenspeicher, Glukosespeicher voll. Und dann profitieren wir nicht von dieser hohen Wachstumshormonausschüttung.
Denn die Wachstumshormone sind die Anti-Aging-Hormone schlechthin. Ich habe es auch in einem Selbstversuch gemessen, nämlich ich habe um 16 Uhr mit meiner Nahrungsaufnahme gestoppt und habe am nächsten Tag eine 815% höhere Wachstumshormonausschüttung gehabt als normal. Also ein Wahnsinn eigentlich. Und der andere Effekt ist eben diese Entzündungsparameter, die im Körper sonst eben hochgehen. Das sind die zwei Punkte, wo, wenn man es nicht an Zeit und Dauer koppelt, dann funktioniert das Intervallfasten, dann profitiert man quasi nicht von dem Genuss des Intervallfastens. Ja, ich habe es auch immer falsch gemacht, muss ich echt sagen. Also ich habe halt um 18 Uhr oder 19 Uhr das letzte Mal gegessen und habe halt das Frühstück weggelassen. Aber genau in deinem Buch oder in eurem Buch wird das halt anders beschrieben, dass das Frühstück eben so wichtig ist und dass man eben ab das letzte Essen zu sich nehmen sollte um 16 Uhr. Und dann werden diese Wachstumshormone eben ausgeschüttet. Man muss auch dazu erklären, in Amerika spritzen sich auch viele diese Wachstumshormone. Das ist auch richtig. Und das kann man jetzt ganz natürlich mit eben diesem Intervallfasten, wenn man sich eben daran hält, sozusagen auch durch Fasten erreichen. Genau, genau. Welche Fehler kann man denn noch machen beim Intervallfasten? Es ist natürlich wichtig, dass man beim Intervallfasten in den 16 Stunden einen totalen Essensstopp hat. Das heißt, man kann flüssige Nahrung aufnehmen, das aber auch nur teilweise, nämlich zum Beispiel Wasser oder Tees, Green Teas zum Beispiel. Aber man darf natürlich keine Getränke, die Kalorien haben, beziehungsweise da, wo Zucker drin ist. Auf gar keinen Fall, weil das unterbricht das Fasten sofort. Nicht mal das Häubchen Milch auf dem Kaffee. Die Milch. Oh nee. Das unterbricht das Fasten. Das auch? Oh je, also darf ich in der Früh keinen Kaffee trinken mit Sahne? Nein, auf gar keinen Fall. Oh nein, okay, dann mache ich es immer falsch. Und also schwarzen Kaffee darf ich schon trinken, eine Tasse, oder? Schwarzen Kaffee ist sogar gut. Der schwarze Kaffee fördert sogar die Autophagie. Oder ich trinke halt einfach meinen grünen Tee in der Früh, das wäre sowieso noch besser. Okay, also 16 zu 8. Keine, nur Tees zu sich nehmen. Alkohol natürlich dann auch nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Alkohol ist natürlich im weitesten Sinn Kohlenhydrate, Zucker, wird verstoffwechselt und somit no way. Und was ist mit Gemüsesäfte? Wenn ich habe so einen Juicer jetzt, wo ich mir halt immer Gemüsesäfte selber presse, darf man das zu sich nehmen? Na, auch Gemüsesäfte gehen nicht. Also es geht wirklich nur Wasser, Tee. Genau, richtig, ja. Okay. Alles, super. Was mit Kalorien, mit Kohlenhydrate zu tun hat, das wird das Fasten sofort unterbrechen.